Merhaba und hallo von Koch dich türkisch mit Yayla. Was machen wir denn heute, mein Herz? Was mit Weißkäse? Wir machen heute panierten Weißkäse. Oh. Das kann man wundervoll auf einem Salat drapieren oder auch so essen. Es ist super einfach zu machen. Sehr, sehr lecker. Aromatisch, schön würzig. Schön mit einer Panade, ne? Mhm. Lecker. Lasst uns anfangen. Für unseren panierten Käse mit Salat brauchen wir folgende Zutaten. Etwa 1,5 Esslöffel Semmelbrösel. 1 bis 2 Teelöffel Satar-Gewürzmischung, etwas getrocknete Nane-Minze, etwas Chiliflocken, etwa 2 Esslöffel Mehl, 1 Ei aufgeschlagen und verquirlt, 200 Gramm Weißkäse in Salzlake, den 45%igen, 3 Esslöffel natives Olivenöl extra. Und für den Salat brauchen wir Blattsalat der Saison, 1 Esslöffel Zitronensaft, etwas Salz, etwas gemahlenen schwarzen Pfeffer und nochmal 4 Esslöffel extra natives Olivenöl. Zuerst mischen wir die Gewürze mit den Semmelbröseln gut durch und dann können wir den Käse gleich panieren. Erst in Mehl, dann in Ei und dann in den gewürzten Semmelbröseln und braten das gleich an. Okay. Sag mal, kann man eigentlich jeden Weißkäse dafür nehmen? Man sollte den 45% fetthaltigen Käse nehmen. Mhm. Das ist dieser hier, der Chiflik Pene de Fonjaila. Der hat weniger Fettgehalt und zerfließt nicht ganz so schnell in der Pfanne. Den kann man auch sehr gut für Börek benutzen. Man könnte diesen hier auch nehmen, der 60%ige, aber der würde durch die Hitze zerfließen. Fett ist Geschmacksträger, den sollte man lieber kalt verzehren. So, jetzt kannst du das panieren. Erstmal ins Mehl. Dann ins Ei. Mhm. Und dann rüber zu den Semmelbröseln. Genau, auch ordentlich durchmischen. Ja, von oben ein bisschen. Mhm. Und dann? Jetzt können wir das in das heiße Fett legen. Ins heiße Olivenöl zum Braten. Genau. Bis der Käse schön von allen Seiten knusprig ist. Ja, das knusprige Panade geht immer. Genau. Die Panade, übrigens muss man die nicht selbst kaufen. Ich mache die immer ganz gerne aus altem Pide. Ne, wenn man ein bisschen Fladenbrot zu Hause hat, einfach liegen lassen und dann durch den Mixer jagen mehrmals. Und dann hat man eine wunderschöne, leckere Panade. Schmeckt definitiv auch besser. Anschließend nehmen wir das raus und legen das hier drauf, damit noch mal ein bisschen das Fett abtropft. Und dann können wir unseren Salat schon anrichten. Und zwar einfach das Olivenöl nehmen, bisschen Salz und Pfeffer noch dazu. Perfekt, ganz simpel. So, die Salatsoße drauf. Ich freue mich so darauf. Ja, wunderbar. Dann probieren wir den mal. Wollen wir reinbeißen? Genau. Wir teilen uns den einfach mal. Schön, danke sehr. Außen knusprig, innen butterweich. Wundervoll. Mit einem frischen, knackigen Salat. Eine wundervolle Ergänzung zu einem Essen oder einfach so im Büro mal. Toll, probiert das einfach mal aus und bis zum nächsten Mal. Guten Appetit. Auf Wiedersehen.